Ja, und damit herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier bei einem neuen kleinen Let's Play, würde ich mal sagen. Ne? Das Ganze nennt sich Brothers, A Tale of Two Sons. Und ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht so wirklich viel von diesem Spiel. Können ja hier kurz nochmal reingucken. So wird gespielt. Aha. Ach, mehr brauchen wir gar nicht. Großer Bruder, kleiner Bruder. Kamera nach rechts, Kamera nach rechts. Aha. Das ist ja. Ja, also viele Knöpfe scheinen wir hier nicht zu brauchen. Das sieht schon mal sehr gut aus. Das ist ja mehr was für mich wieder, ne? Einstellung, Grafikoption. Ja, weiß ich nicht. Wir können halt ja auch erstmal. Oder ich mache gleich wieder für euch. So, ein Ticken heller. Ihr kennt das Spielchen ja, ne? Ich mag das ja immer, wenn die Musiklautstärke. Ist schon etwas leiser, wie kommt das? Ah, lassen wir auch erstmal so, einfach auf 70. Ich finde das schon ganz okay so. Soundeffekte lassen wir auf 100. Nein, wir wollen das nicht zurücksetzen. Mitwirkende. Ah, das Mitwirkende, wisst ihr was? Das machen wir gleich wieder zurück. Das werden wir uns ganz zum Schluss angucken. Also im letzten Part werde ich das dann damit reinmachen. Bonusinhalte, Bilder, Galerie, Soundtracks, kommt, das alles auch, das wird alles hinterher im letzten Part, werde ich das dann da mit reinnehmen. Da würde ich sagen, das heben wir uns noch für später auf, ne, finde ich ja auch besser, ehrlich gesagt. Und, ja, ich würde sagen, wie gesagt, ich weiß nicht viel von dem Spiel, eigentlich so gut wie gar nichts. Und von daher würde ich sagen, wir stürzen uns jetzt mal direkt rein hier und ich starte ein neues Spiel. Ich halte jetzt auch mein Maul kurz wieder. Oh nein. Alles klar, jetzt wissen wir auch, von wem das Grab ist. Unsere Mutter ist ertrunken. Aber das sah mir ja so aus, als wenn sie von irgendwas darunter gezogen wurde. Nai! Nai! Ta! Ata Nai! Ata! Das scheint der Vater zu sein, oder? Sieht so aus. Oh, sieht echt schön aus, ne, das Spiel, ganz ehrlich. Also sehr schön gemacht auch so vom was ist nur los? Halten Sie die Taste um. Aha. Ach du großer Gott. Wie halten? Hä? Ach so. Aha, wenn ich wieder. Aha, alles klar, wenn ich wieder loslasse. Und er jetzt hinten. Ach, ist ja geil. Wenn ich jetzt nur den kleinen Steuer. Den kleinen, Bruder. Ja, genau, den gehen wir nämlich langsamer. Das ist gar nicht so einfach.
Du musst dich ja hier auf zwei Sachen gleichzeitig konzentrieren, sage ich jetzt mal, ne? Das ist gar nicht so einfach. Okay, den Großen, der kann ja von hinten schieben. Und der Kleine würde ich sagen... Hey, halt an! Und der Kleine vorne, der kann ja mehr lenken, ne? Würde ich sagen. Den müssen wir jetzt bestimmt zum Dings bringen, irgendwie zum Arzt oder so, ne? Der sieht doch recht kränklich aus, der Mann. Wir wissen ja auch noch gar nicht, ob das der Vater ist von uns. Aber ich vermute doch mal ganz stark. Aha, jetzt geht doch nicht weiter. Lassen wir mal los. Echt mal, wir steuern jetzt zeitgleich auch beide... Das ist ja total cool gemacht, Alter, ganz ehrlich mal. Der Große kann erstmal da bleiben, würde ich sagen, ne? Oder brauchen wir den hier? Ja, ich habe mir jetzt schon fast gedacht, wir brauchen den Großen da. Den großen Bruder. Der schafft das wohl eher, ne? Oder? Boah, so kräftiger Bursche, Junge. Total geil. Also gefällt mir jetzt schon echt gut. Ja, du fass doch an hier. Wie, ach da. Ach so. So, und jetzt? Ja. Du fass doch an. Na, was macht er denn hier? Er gibt ihm bloß Befehle. Okay, das ist jetzt doch ein bisschen tricky hier im Moment mit der Steuerung. Und wir müssen natürlich jetzt hier von selber wohl rausfinden. Ah, warte mal. Wie wir jetzt hier... Warte mal. Irgendwie... Halt. Irgendwie Räuberleiter vielleicht oder so. Geht das? Ja, dachte ich mir. Alter, wie geil das ist. Bitteschön. So, jetzt kann er da hinten hin. Die Kurbel aktivieren. Nee, halt. Wir müssen doch bestimmt erstmal hier wieder mit... Ruff, ne? Genau, so, jetzt. Kannst du drehen. Hallo, drehst du jetzt bitte? Oder... Es passiert nichts. Ich kann hier nichts machen. Ne, wir brauchen da beide, ne? Kommt er jetzt hier hoch? Nö. Oder kann er hier direkt hochspringen? Ah, nee, Moment, hier. Genau. Jetzt kann er hier nämlich hochklettern, ne? Alter, wie geil das ist. Jetzt können wir hier zu zweit dran drehen, ne? Ja. Aha. Alter, nice. Total geil. Aber ist halt echt, man muss hier echt ein bisschen aufpassen. Weil man sich ja häufig nur also nicht zeitgleich auf jeden konzentrieren kann. Sadi, aber ja. Wieder, Wade. Lia. Ada. Tai. Haru, Saiki. Uela, Tarida. Amara, Fikano. Ladafi, Talem. Omaru, Kolosabe, Kitty. Ondolade. Miyaki, Abadi. Naya, Taniro. Akihoi. Aha, jetzt haben wir erstmal eine Karte jetzt irgendwie bekommen von ihm hier. Und falls jemand diese Sprache versteht, ne, dann schreibt doch mal in die Kommentare. Weil ich verstehe null. Naja, gut, was ich noch sagen wollte, ist, diese Folge hier, ne, Part Numero 1, werde ich wahrscheinlich auch wieder ein bisschen länger machen für euch. Und die danach wieder kommen werden, die werden dann halt wieder, was ist das für ihn, ne?
Die werden halt wieder ganz normal, so 20 Minuten, 20, 25 Minuten gehen, ne? Wie, was will er denn jetzt hier? Hallo? Aha, warte mal. Hä? Oder, wenn Hadi? Na. Aha, er lässt uns, der will uns hier wohl nicht durchlassen. Schade. Seht ihr, und genau das meine ich nämlich jetzt hier, weil man sich nicht zeitgleich auf jeden hier konzentrieren kann. Na, Murphy, ist er da? Wie er da? Na, Murphy, Paddy, na! Da bin ich, Anna. Bis dahin, na, ich, mal da. Ha? Falila? Aha. Aha, der Kleine kann nicht schwimmen. Aber der Bruder, das heißt, wir müssen den Kleinen auf Schultern nehmen, so wie er uns das gerade gezeigt hat, ne? Oder? Ja. Zeig mal. Ah, wir müssen uns jetzt aber auch daran festhalten an ihm, ja? Vielleicht gibt es hier schon wieder auch kleine Secrets oder sowas. Guck mal, hier können wir doch schon hoch, ne? Oder? Ne, doch nicht. Das hat getäuscht. Aber ist echt cool, Alter. Mit dem Licht auf. Finde ich geil jetzt hier gerade, aber. Kann sich echt sehen lassen. Hier können wir doch bestimmt. Hier können wir doch hochklettern, ne? Ja, da wären wir jetzt sowieso nicht rübergekommen. Hier müssen wir doch jetzt bestimmt hoch, ne? Kommt er hier auch so hoch? Was hat er denn? Los, mach auf hier. Lass uns durch. Hallo? Ist da wer? Kommt da jetzt jemand? Hallo, da ist doch jemand. Die wollen mit uns wohl nicht so recht was zu tun haben, so wie es ausschaut. Und ich werde das mit der Steuerung auch so probieren, damit ich halt immer erst mit den Ehen vorgehe und mit dem Nächsten dann hinterherkomme. Ah, hier war der Typ eben, ne? Na klar, der uns nicht durchlassen wollte. Über die Brücke. Und hier sieht aus, als wenn wir doch hier hoch könnten, ne? Geh mal hoch. Erstmal der... Aha. Ja, ist doch ganz schön tricky, ne? Ganz ehrlich mal. Aber es geht doch eigentlich. Man muss natürlich auch erstmal wieder ein bisschen reinkommen, ne? Das ist logisch. Müssen wir jetzt auch schon direkt drüber springen, oder... Aha, Tatsache. Hops. Hier wieder hoch, da wieder hoch, da wieder hoch, hier wieder hoch. Oh, und ich sehe schon, hier müssen wir jetzt hangeln, wa? Anscheinend. Kommt der Kleine da überhaupt ran hier? Höh, nein! Komm, du kannst gleich hinterher. Das kriegen wir hin. Man muss halt nur aufpassen, ne? Welche Steuerung jetzt für wen, wa? Das muss ich mir noch irgendwie ein bisschen einprägen. Also die rechte, die linke Seite ist für den Großbruder hier. Und die rechte für den Kleinen. Ach so, ja. Kamera drehen. Da sitzt doch jemand. Hallo. Der macht gar nichts. Aber hier können wir doch bestimmt noch irgendwo hoch, oder nicht? Huch! Können wir jetzt hier nicht... Aha. Tatsache. Ich glaube kaum, dass wir da hinten runterspringen sollten. Das sieht mir doch recht hoch aus. Nicht, dass wir uns noch wieder irgendwie wehtun. Ich möchte natürlich auch gucken, ob hier irgendwie wieder Secrets sind oder so, ne? Aber... Ach, hier kann ich die Kamera jetzt aber nicht drehen zum Beispiel. Das finde ich auch wieder ein bisschen komisch. Da! Ach, wenn wir nicht weiter wissen, zum Beispiel, dann zeigt er. Dann zeigen sie uns, wo es weitergeht, ja? Ja, ist doch wirklich ein bisschen. Ein bisschen sehr, sehr komisch, die Steuerung, hey, aber. Nein. Ja, wir kommen doch schon. Okay. Gehen wir erstmal wieder mit dem Kleinen vor. Oh, jetzt, was ist denn das jetzt hier? Oh, nee, nicht so weit, ne?
Da ist ja was für mich. Ganz sachte. Okay, der ist schon mal da. Kommt der hinterher? Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn der jetzt zu weit weg ist vom Bild. Raus ist jetzt, meine ich, aus dem Bild. Könnt ihr ein bisschen... Die machen auch überall zu, ne? Die wollen also wirklich nichts mit uns hier zu tun haben. Wie das aussieht. Kommen wir hier rüber? Ah, da muss er durch, ne? Wahrscheinlich der Kleine. Genau, aber was sollen wir jetzt hier direkt machen? Alter, was ist das für ein Hund? Ah, hier ist eine Kugel. Ah, der verfolgt ihn jetzt. Das ist der Hundefänger hier, ja? Oder so. Hä? Jetzt ist der Große auch schon da? Ach ja, na klar, jetzt ist ja hier vorne die Tür auf. Können wir hier hoch? Ich möchte natürlich alles ausprobieren. Hier macht er nichts. Okay, dann gehen wir mal weiter. Oh, leichte Ruckler. Ja, siehst du, das hast du jetzt davon. Das hast du jetzt davon. Der müsste dich richtig, richtig im Arsch beißen, der Hund. Aber vollen Schuh. Da ist sie ebenfalls zu, da werden wir nicht durchkommen. Ja, und jetzt begeben wir uns wohl auf eine Reise, wo wir halt noch selber noch gar nicht so wirklich wissen, wo die hinführt. Aber es schaut so aus, als wenn wir auf jeden Fall erstmal durch das Dorf müssen. Was ist denn mit dir hier? Sprichst du mit uns? Hallo. Mebuda? Oh. Oh. Ja, lassen wir sie mal lieber runter wieder. Die Katze oder der Kater, wie auch immer. Ja, man muss... Und ich vergesse auch manchmal, dass man die ja gedrückt halten muss, ne? Also R2 und L2. Guck mal, der hier zum Beispiel, der schläft. Da können wir doch bestimmt auch was machen, oder? Hey, Hanno. Ach, der muss sogar was machen für uns, ne? Der hat aber keinen Bock. Der muss uns doch die Dings runterlassen hier, die Brücke. Wenn wir da rumkommen, oder? Nee. Wo ging noch lang? Es ging noch hier lang, ne? Genau. Das ist echt schwierig, ey. Sich gleichzeitig auf zwei Mann hier zu konzentrieren, zu steuern. Können wir jetzt hier irgendwas? Er setzt sich erstmal hin. Alter, sieht aber echt nice aus. Okay, aber hier können wir jetzt gar nicht weiter machen, ne? Irgendwie müssen wir doch jetzt hier... Ach, hier kann ich die Kamera jetzt zum Beispiel wieder drehen. Was ist denn hier hinten? Da kommen wir doch bestimmt drüber, oder nicht? Ja. Zeig mal nochmal. Ja, das ist mir schon klar, dass wir da lang sollen, aber da... Aber wie? Da. Da. Ja, und jetzt? Hey, Hanno. Muss ich das jetzt vielleicht nur länger gedrückt halten, oder? Ja, der pennt einfach wieder in. Was ist mit dem Kleinen? Macht der hier auch was vielleicht? Aha. Athena! Na, jetzt ist er wenigstens wach. So, jetzt machen wir uns mal hier die Brücke runter. Wir haben keine Zeit! Da, was ist nun? Ah. Genau. So geht das doch schon eher. Okay, dann gucken wir mal. Huch. Zum Glück, wir können hier nicht so schnell runterfallen. Irgendwo. Oh, es kommt eine kleine Sequenz.
Sieht jedenfalls so aus. Jawohl. Okay, sind wir wieder ein Stückchen weiter. Sieht so aus, als sind wir jetzt hier mehr am Dorf sind, wo halt schon direkt rausgeht nachher gleich. Hallo, Oma. Die lacht ja wie eine Hexe. Macht er auch was? Ah, wieder die Karte zeigen. Ah, die kennt sich aber aus, die gute Frau. Die ältere hier. Was macht ihr hier? Ah, die spielen hier Basketball. So geht er. Was macht er? Auch den Ball wegnehmen? Jo. Gib her nochmal, ich will jetzt werfen. Jump, jump. Okay, hier nur gespielt. Wir haben ja einen Auftrag gekriegt. Aber sieht echt geil aus hier, Alter. Ganz ehrlich, was ist denn hier? Kommen wir da lang? Nee. Da machen sie gar nichts. Ja, ist halt wie gesagt, ne? Also mit der Steuerung, da muss ich erstmal ein bisschen hoch. Da muss ich erstmal ein bisschen hinterkommen. Aber es sollte nachher irgendwann. Ah, jetzt wissen sie schon wieder nicht mehr, was sie hier wirklich, so wirklich, was sie hier machen sollen. Was ist denn hier beim Brunnen? Wonach suchen wir jetzt genau? Im Brunnen? Er guckt einfach bloß, er auch. Ist ja klar. Der Kleine ist immer ein bisschen frecher. Haben wir eben schon gesehen mit dem Typ, der uns die Brücke runterlassen sollte, ne? Ach, warte mal, wir können ja mit ihm hier noch bestimmt nochmal quatschen, ne? Halt. Was ist mit dir hier los? Hallo? Geil. Okay, und jetzt hier durch, oder wie? Da sind zwei so eine Dinger dran. Da müssen bestimmt beide ran, ne? Jo. Und schieben! Schieben! Jawohl. Okay. Da hinten hätten wir noch eine Hütte. Da kommen wir sogar hin. Ah, er spielt hier so eine Harfe, ne? Ist das, ne? Ja, auch wir können Harfe spielen. Ja, bitte sehr. Wo ist denn? Was macht er jetzt hier? Ja, der Große ist natürlich wieder zu grob für sowas, zeig mal. Wo geht's denn hier noch lang? Nirgends. Da hinten war jetzt natürlich auch noch ein Weg, ne? Ich meine, hier kommen wir durch. Wir gucken erstmal. Oder führt er da jetzt direkt wieder. Ah, der führt da jetzt direkt wieder ran, alles klar. Okay. Und hier müssen wir jetzt wohl wieder. Der hat ein bisschen zu tun hier, war mit Trinken. Oder wenn Hadi? Okay, da brauchen wir erstmal wieder hier den kleinen Frechdachs. Natürlich. Ja. Erstmal einen Schluck trinken, dann geht das schon wieder, ne? Aber wo müssen wir denn jetzt? Ah, hier geht ja auch weiter. Und jetzt kommen wir hier direkt. Jetzt sind wir durch das Dorf durch und jetzt kommen wir hier wohl in so ein. Ja, in so eine Art.
Kleines Waldgebiet oder was ist das hier? Ah, nee, jetzt sind hier Felder, ne? Guck mal. Oh, nee, ne? Ach, du Scheiße. Wir müssen wahrscheinlich immer ganz schnell irgendwo... Wir müssen den immer irgendwie ablenken, ne? Genau. Alles klar. Jetzt muss man natürlich richtig aufpassen, damit man hier keinen Fehler macht, ne? Also, dass man jetzt nicht den Falschen direkt mitsteuert oder so. So, jetzt muss der Kleine ihn wieder rufen. Aber wir laufen jetzt mit ihm da hinten hin. Boah, das ist voll geil, das Spiel allein, ehrlich. Macht mir voll Spaß, Alter. Rufen wir den Hund wieder dahin. Jetzt kann der Kleine nicht wieder rauf. Zack! Jawohl, ja. Ich glaube, wir können gleich noch einen weiter, ne? Oh, ach ne, wir können noch einen weiter, wa? Boah, gar kein Problem, Junge. So, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Platz. Okay, komm. Alter! Da war er eben arg knapp gewesen. Okay, noch ihn weiter gleich, oder? Komm. Komm, komm, komm. Jawohl, okay, der Hund scheint jetzt nicht gerade der Schlauste zu sein. Sollen wir. Ah, nee, warte. Oh, das sieht ein bisschen gefährlich aus gerade. Aber. Nee, ist in Ordnung, geht. So, jetzt komm jetzt gleich da hinten hin noch. Gleich noch da hinten hin. Ruf hier, jawohl. Und jetzt, so. Zack. Tja. Mein Kleiner, da warst du nicht schlau genug für uns. Cooles kleines Rätsel. Erstes. Naja, ein Rätsel war ja nur auch nicht, aber. Das erste kleine Hindernis, sagen wir mal so, ne? Das erste kleine Hindernis. Der Wasserfall hier sieht sehr interessant aus. Kommen wir da irgendwie. Nee. Schade. Hier müssen wir auf jeden Fall wieder hoch. Ach, da. Da. Ja, nee, geh doch hoch hier. Jo, klettern wir doch gemeinsam hoch. Zeitgleich. Die zwei echte Brüder halt, ne? Oh, hier ist jetzt wieder ein bisschen Jump and Run. Schafft der Kleine das überhaupt? Ja, locker. Ich hätte ja jetzt gelacht, wenn der Große das nicht geschafft hätte. Jump! Jump! Jump, jump! Oh, hier haben wir wieder das gleiche Spielchen wie vorhin schon mal. Der Kleine jetzt hier wieder mit Räuberleiter. Zack. Gehen wir da hoch. Lassen ihm das Seil runter. Damit der Große hier ebenfalls hochklettern kann. So. Jetzt müssen wir hier anscheinend wieder weiter. Ich glaube, für den Kleinen nehmen wir die Seite hier, oder? Da sind die Steine doch ein bisschen näher beisammen. Oh, der springt aber ziemlich weit, ne? Der Kleine. Okay, mit denen sind wir schon mal oben. Na, dann gehen wir hier mit den Großen auch lang. Jawohl. So, schon sind wir oben. Was haben wir denn hier noch Feines? Da oben ist auf jeden Fall schon mal ein Vogel mit einem Käfig zusammen. Was sind das denn? Karnickel! Da sind die Karnickel! Und bei einem weiteren Häuschen hier am... Ah, natürlich, hier wird irgendwie Dampf denn auch so produziert und so alles. Ne? Strom eventuell auch sogar, ne? Durch die Wasserräder hier. Ah, ich hab mir schon fast gedacht. Lassen wir jetzt nicht die Schweine raus? Ah, hier sind Schafe. Hä? Ach so. Alter, ich sage, das ist hier echt komplex. Hallo, Schäfchen. Erstmal schön streicheln.
Können wir jetzt hier irgendwie... Aber wie kommt denn der Große rüber? Oder können wir die irgendwie locken? Warte mal, ey, probier mal was aus. Hier muss doch bestimmt irgendwas rein, oder nicht? Jetzt kommt mal rüber hier. Kommt mal her hier, hallo. Hallo, komm mal her, Schäfchen. Ja, komm mal her. Ja, komm mal her. Na komm. Ja, natürlich, du fressst erstmal die Holzdielen an, ne? Irgendwas mache ich hier verkehrt, glaube ich. Wir brauchen doch... Wir müssen doch zu zweit darüber, oder nicht? Haben wir hier nicht noch irgendwas? Halt mal erstmal... Oh! Alter, geil! Geil! Wo ist es? Da oben! Jetzt liegt das Schaf auf der Seite, na super. Scheiße. Seid ihr jetzt tot? Nö, och, das steht einfach wieder auf. Oder müssen wir hier irgendwas holen? Hier muss doch irgendwas sein, oder nicht? Ah, er geht. Ah, er geht jetzt auch nicht weiter. Alleine. Nee. Das ist nämlich die Grenze vom Bild, sag ich mal, ne? Komm jetzt nicht weiter weg hier. Okay, jetzt sag ich mal. Da muss doch irgendwie anders gehen. Oder muss doch vielleicht der Kleine rein? Der Große muss rüber. Und so ein Schaf mit herholen. Kann das sein? Was macht er denn jetzt hier mit dem Schaf? Ah, genau. Dachte ich mir doch schon. Der ist so kräftiger, der Bursche. Okay. So, mein Kleiner, dann komm du mal raus da. Und wir setzen jetzt hier das Schaf drin, würde ich sagen, ne? So. Jetzt lauf mal. Na bitte, geht doch. Haben wir jetzt noch irgendwas? Ah, guck mal, hier würden wir zum Beispiel auch hochkommen. Was ist denn mit ihm hier? Hallo. Ja, er macht natürlich wieder nur Faxen. Was macht denn der große Bruder jetzt hier mit ihm? Hallo. Ja. Zeigt er ihm die Karte wieder? Kann das sein? Ah, ja. Also, wir sind schon mal auf dem richtigen Weg. Das Schaf hat uns ja jetzt hier sehr geholfen. Ich bin stolz auf dich, mein Kleiner. Du kannst ja auch gleich wieder aufhören, wenn du willst. Jetzt, wenn wir rüber sind, dann kannst du natürlich wieder aufhören. Okay. Oh, das sieht jetzt ein bisschen größer aus. Ah, guck mal, da unten waren wir nämlich schon. Gut, Leute, ich würde sagen, hier werden wir erstmal einen Cut machen. Und, wo uns die Reise weiterhin hinführt. Das und noch viel mehr sehen wir im nächsten Part, wenn ihr denn möchtet. Ich würde mich freuen darüber und sage vorerst Tschüss. Bis zum nächsten Mal.